Da hat er es also doch geschafft. Boris Johnson ist neuer Premier in UK, das heißt noch nicht, aber er ist zumindest mal ernannt worden und dementsprechend haben wir jetzt den Hardliner persönlich da an der Macht. Was bedeutet das natürlich für die Märkte? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Einerseits Euro gegen Pfund, hier ganz direkt im Vergleich der beiden Währungen dieser Wirtschaftsräume. Aber wir können auch gleich mal gucken, was die Indizes darauf machen, wie sie reagiert haben. Einfach mal so als Idee. Wir sehen hier Euro gegen Pfund. Gucken wir ruhig mal kurzfristig jetzt mal, was er heute im Laufe des Tages gemacht hat. Heute Vormittag, das war noch vor der Veröffentlichung, ist der Kurs hier relativ weit oben gewesen bei 0,90 ganz grob und ist dann hier deutlich runtergekommen. 40, bisschen mehr als 40 Pips. Das ist jetzt kein Drama. Wir wollen es nicht überdramatisieren, aber eben deutlich runtergekommen. Und im Moment hat er so ein bisschen wieder die Gegenbewegung geschaffen. Also 13,30 hier hat dann der Dreh eingesetzt. Womit müssen wir jetzt also rechnen? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Es hatten schon einige angekündigt, entweder zurückzutreten, Minister in UK, wenn es Boris Johnson schafft. Es gibt die Möglichkeit, dass eine Vertrauensfrage gleich am Anfang schon gestellt wird, weil man hier eigentlich da Boris Johnson nicht zutraut, dass er die Situation aus deren Sicht jetzt hier, der Gegner von Boris Johnson, dass die ihm das zutrauen, dass er das hinbekommt. Deshalb ist es relativ schwierig zu sagen, was da passiert. Eine Möglichkeit, und da greife ich nochmal das Bild von gestern auf, ich habe keine Ahnung, ob das passiert, dafür müsste ich hell sehen können, aber zumindest besteht die Chance, dass der Markt, nachdem er doch hier so nach oben gekommen ist und jetzt hier im Moment zumindest mal so halbwegs fällt, wenn er sich dann doch noch früher oder später hier mal berappelt. Wie gesagt, ob er das tut, das ist fraglich. Aber wir haben die Chance, dass der Kurs tatsächlich irgendwie sowas macht. Und da wäre ein Einstieg eben hier das Zwischenhoch hier, das sich dann bilden würde, wenn der Kurs hier nochmal runterkommt. Ob das passiert, ich weiß es nicht, aber in Anlehnung an dessen, was wir gestern angesprochen haben, wäre das eine Möglichkeit, auf die ich mich zum Beispiel ebenfalls vorbereite. Trotz alledem dürfen wir nicht vergessen, dass wir übergeordnet, wir sehen das hier im Stundenchart, ja immer noch ganz schön im Abwärtstrend sind, dass die heftigen Bewegungen ganz klar hier nach unten immer gehen, die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, hier hatten wir eine Gegenbewegung, aber die scheint so langsam, aber sicher vorbei zu sein und auch hier jetzt für die Short-Seite etwas getriggert worden zu sein. Das heißt, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs jetzt nun irgendwie sowas nochmal hier nach unten jetzt fortsetzt. Wie weit, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so weit noch läuft oder eben nicht. Aber zumindest mal irgendwie so in dieser Größenordnung könnten wir damit rechnen. Und wenn wir mal sehen, das ist 0,89, was ich jetzt hier ganz grob mal eingezeichnet habe, da wären wir gerade hier gemessen an der langen Aufwärtsbewegung, die wir hier seit dem Mai-Tief haben, wäre das nur eine ganz kleine, eine harmlose Korrektur, die stände dem Markt sowieso eigentlich mal ganz gut zu Gesicht. So, das heißt, ich habe mich jetzt toll rausgeredet, im Sinne von, der Mann hat auch keine Ahnung, geht entweder hoch oder runter. Aber wichtig, als Händler ist mir das theoretisch egal. Es geht als Händler nicht darum, Recht zu haben. Als Händler sage ich, macht ihr, was ihr wollt. Aber ich lasse mich dann breitschlagen, in die jeweilige Richtung mit aufzuspringen. Und wohlgemerkt mit aufzuspringen. Nicht als letztes, nicht wenn der Zug schon halbwegs durch ist. Aber wenn wir sagen, der Markt macht tatsächlich jetzt mal so die nächste Bewegung, die tritt jetzt los, dass man dann sagt, okay, da will ich dann doch gerne mit dabei sein. Also, gute Chancen eigentlich, wenn der Markt entweder hier nach oben bricht oder wenn er sich hier weiter auf der Abwärtsseite eben präsentiert. Also da ist dann so ein bisschen die Frage, wo triggert man sich hier rein in dieser Situation? Also idealerweise kommt er erst noch mal ein bisschen nach oben und dann hat man die Chance, hier auf der Abwärtsseite mit reinzugehen. Aber diese beiden Bilder wären durchaus typisch und wir müssen, können, dürfen damit rechnen, dass wir da gegebenenfalls irgendwo mit reinkommen. Im Zweifelsfall hätte man hier nochmal eine weitere Möglichkeit, hier einen Short zu eröffnen, wenn man da oben noch nicht Short gegangen ist und sagt, jetzt habe ich das verpasst, was soll ich denn jetzt tun? Dann hätten wir nochmal, zumindest nochmal eine etwas weitergehende Bestätigung hier. Also, die Richtung ist völlig offen, im Moment zumindest mal noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht, aber da hätten wir die eine oder andere Chance, was draus zu tun. Was hat der DAX aktuell auf dem Plan? Gucken wir den auch noch mal eben an. Der DAX ist
wenn wir auf den Index gucken, hier mit dem Gap heute eröffnet, hat das weiter ausgebaut, 12.500 die Kasse. Also sehr, sehr positiv im Moment der Markt von der Einstellung. Nachdem es hier vorne noch mühsam war, da muss ich gestehen, das fand ich noch nicht so wirklich überzeugend. Spätestens jetzt, muss ich sagen, ist das schon ganz okay. Also das zeugt davon, dass der Markt doch zumindest mal vorläufig willens ist, noch mal weiter nach oben zu gehen. Und hier wäre ich jetzt auf der Suche und auf dem idealtypischen unterwegs, wenn der Markt jetzt hier mal irgendwie was Wackeliges hier nach unten macht. Also in diesem Sinne, wenn irgendwann mal wieder eine Korrektur kommt, wie wir das immer mal wieder haben, also sprich, wenn der Markt hier mal irgendwelche Gegenbewegungen im Kleinen macht, wir sind hier im 15 Minuten, aber auch gerne im größeren Bild, dann wäre das eine Einladung dann in die Haupttrendrichtung, die ist eben hier beim DAX aktuell immer noch nach oben, da eben mit aufzuspringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute alles Gute, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Lassen Sie sich nicht von Johnson den Tag verderben. Im Gegenteil, nutzen Sie den möglicherweise aufkommenden Schwung, der da an der Börse entsteht oder an den Währungen, und gucken Sie, dass Sie da das Beste draus machen. In diesem Sinne, morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin alles Gute.